Junge! Willkommen, Freunde, zu einem weiteren Part von Kaizo Mario 3D World. Warum ich jetzt gerade hier bin, hat einen ganz einfachen Grund. Erstmal wollte ich mich bedanken für dieses heftige Feedback auf die ersten beiden Parts und auch noch auf einen Kommentar eingehen, in dem nämlich sowas steht wie: Es ist nicht schlimm, wenn dieses Projekt alle 2 Wochen kommt, und das möchte ich jetzt erstmal einmal ansprechen, denn ich möchte dieses Projekt jetzt jede Woche mindestens einmal. Ich meine, das Projekt geht nicht mehr lange, weil es leider eine schlechte Nachricht gibt. Das habt ihr wahrscheinlich im letzten Stream gesehen, falls ihr dabei gewesen seid. Der gute Surf Raichu hat nämlich gesagt, dass er diesen Mod erstmal leider auf Glatteis legen muss, weil er ein paar Probleme hat mit der Kamera beim Modden und. Und dementsprechend wird das noch ein bisschen dauern, bis die nächsten Welten kommen oder die nächsten Level kommen. Aber solange spielen wir ja erstmal noch hier ein bisschen weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Wir brauchen nämlich beispielsweise hier noch für die beiden Level 3 Grünsterne. Das ist echt krass. Ich freue mich schon drauf. Auf geht's, Freunde. Ach so, und was ich auch noch ansprechen wollte, ich habe das Ganze jetzt auf Englisch, jetzt steht überall Hell und nicht mehr Welt, das oder das. Also, das habe ich auch noch geändert und jetzt geht es los. Okay, und jetzt versuche ich durchzurushen. Ich wollte auch nur durchrushen und dann kommt diese blöde... Ganz ruhig, wir bleiben gelassen. Ich bin gesprungen, ich bin noch gesprungen! Mann, ich hab doch gedrückt! Oh. Okay, komm. Jetzt durchrushen. Durchrushen. Ich will erstmal nur den hier haben. So, runter. Bam. 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 Mann, ich bin gesprungen! Da war nix, da war... Ich glaube, ich bin in diese blaue Lava gesprungen. Ey... Ich spring vorbei! Jedes Mal. Ich bin kurz davor. Und dann springe ich vorbei auf einmal. Hallo, ab nach oben. Ich will mal nach oben. Oh. Hier soll irgendwo noch eine Zeit sein, bestimmt. Oh, bitte, lauf doch. Das ist ein 50er. Ich glaube, so soll das eigentlich auch sein. Weil er hat gesagt, ich habe einen 50er auf jeden Fall vergessen. Dann muss ich hier nur noch halt durchkommen. Mann! Okay, rein da. Hey, och man. Alter, ich komm da nicht hoch. Spring doch einfach da rein, hallo. Ey, warum schafft die das jetzt auf einmal nicht mehr? Danke. Wow, wir haben 5000 Jahre gebraucht dafür. Oh Mann, ey. Ich will einfach nur... Wo ist die nächste Zeit? Wo ist die nächste Uhr? Hier irgendwo, ne? Hier war die irgendwo. Jawohl. Nee. Hä? Ist keine Zeit mehr. Ich war hier in der Lava, aber okay. Also beschweren kann ich mich da eher weniger. Freunde, ich bin schon wieder 40 Minuten bei der Aufnahme. Ich habe es immer noch nicht geschafft, nicht mal einen einzigen Grünstern zu holen. Ich werde kurz mal diesen Practice Mode ausprobieren. Okay, im Practice Mode gibt es sogar eine Mittelfahne, merke ich gerade. Okay, da ist einer. Aber wie kommt man da zur Hölle hin? Ach
so, man muss das Safe irgendwo hochspringen, oder? Wie komme ich dahin? Ach, hier! Okay, ich müsste Wandsprünge machen, aber von der Zeit her ist das einfach überhaupt nicht möglich, oder? Ich finde, man sollte einfach zwei verschiedene Kaizo-Versionen rausbringen. Einmal die für absolut Leute, die kein Leben haben. Und einmal auf der anderen Seite. Also wirklich, ich bin echt auf 180, weil das ist halt einfach nicht möglich, außer man ist halt echt, also wirklich ein Gott. Man muss halt echt ein Gott sein, um das zu schaffen. Ohne Witz, ich zeig euch mal, wo hier jetzt noch das letzte Teil wäre. Das wäre nämlich hier. Man muss hier durchlaufen. Und da hinten sind noch Goombas und dieses Teil. Wie soll man das schaffen? Wie? So, da war nichts mehr. Da war nichts mehr. Ich konnte da eigentlich nicht sterben. Ey, es ist, also wirklich, es ist wirklich, also zum Mäusemelken, wirklich. Also, aber wirklich, das ist sowas von Betrug Tendo LP. Ich schlag hier gleich echt alles zusammen. Vor allem die Stelle, habt ihr das gerade gesehen? Jedes Mal wird es da langsamer. Auf einmal bin ich langsamer. Ich weiß nicht warum. Habt ihr es gesehen? Ich wurde schon wieder langsamer. Ich werde die ganze Zeit einfach kurzzeitig davor langsamer, bevor ich da bin, wo die Goombas sind. Es ist... Also, oh Mann. Wie soll ich das schaffen, wenn ich auf einmal immer langsamer werde? Guckt es euch an. Ich weiß nicht, ob es an den Goombas liegt. Hallo? Kann ich da mal rein? Hallo? Ich kann nicht mal da rein. Top. So, okay. Jetzt versuche ich mal. Ich stelle mich jetzt da unter. Ich komme nicht da rein. Ich komme nicht da rein in das Teil. Muss ich da irgendwie eine gewisse Anzahl von Goombas gekillt haben? Ey, man bekommt hier halt auch nichts erklärt. Man bekommt nichts, gar nichts erklärt. Danke, jetzt komme ich endlich mal rein. Okay, super. Hat ja auch nicht 3 Millionen Jahre gedauert, bis ich das mal geschafft habe. Und wie soll ich die jetzt killen, wenn ich klein bin? Hallo? Das ist so unmöglich. Das ist so unmöglich. Also, das ist geisteskrank gestört hart. Also wirklich, nee. Vor allem, man hat ja nicht mal ein Time-Ding. Man muss das alles in irgendeiner Zeit schaffen. Es gibt keine Videos, wo gesagt wird, yo, das geht so und so. Also, das sind einfach Features, die kann man einfach nicht wissen. Vor allem, ich kann hier nicht mal zurück, wenn ich hier bin. Ich kann nicht mal zurück. Ganz ehrlich, Freunde. Dadurch, dass diese beiden Grünsterne irgendwie absolut lost sind und irgendwie die Mechanics da nicht wirklich funktionieren, werde ich das gleich einfach normal machen. Ihr habt gesehen, wie das Level geht. Ihr habt gesehen, wie geisteskrank gestört das Level ist. Das hat für mich einfach nichts mehr mit Kaizo manchmal. Also dieses Level hat auf jeden Fall nichts mehr mit Kaizo zu tun. Das hat für mich nur noch etwas mit, yo, ich möchte den, der das spielt, möchte ich halt ein bisschen abfacken. Guck mal, ich kann nicht mal da rein. Ich kann nicht mal da rein. Warum geht's jetzt auf einmal nicht mehr? Ich kann da nicht mal rein. Ich kann nicht mal da rein. Wow. Warum konnte ich denn eben da rein? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ich eben rein konnte, aber jetzt nicht. Muss ich dafür groß sein oder so? Ich weiß es nicht. Schreibt es bitte in die Kommentare. Surf Raichu, bitte macht dieses Level einfacher. Also nicht einfacher im Sinne von einfach, sondern einfach mal wie ein Kaizo-Level, das zwar noch machbar ist, aber nicht frustrierend wie das und einfach unschaffbar ist. Oh, Freunde, zum Abreagieren habe ich mir jetzt erstmal ein paar Pancakes gemacht. Ich hoffe mal, ich werde mich jetzt abreagieren und ich werde das jetzt einfach ohne Kaizo machen. Es tut mir leid, egal was ihr jetzt sagt. Es tut mir leid, aber es ist einfach geistesgestört. Okay, Freunde, ich habe das Level jetzt beendet, aber im normalen Modus. Deswegen seht ihr hier jetzt nichts. Ich habe auch kein einziges Video dazu gefunden bisher, wie jemand das geschafft hat. Also es wäre schon heftig, wenn ich der Erste wäre, der es schaffen würde. Aber ich saß jetzt 7 Stunden da dran. Und ich habe es einfach, also insgesamt jetzt von der Aufnahmezeit her. Ich habe gestern was aufgenommen und heute was aufgenommen. Dementsprechend sitze ich hier jetzt auch wahrscheinlich noch in anderer Kleidung. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter ins nächste Level in Hell 1 bis 100. Chuck's a Plenty. Also ich denke mal, Chuck's a Plenty, ein bisschen mehr als ein Chuck wird schon auf jeden Fall da sein. Und wir haben 25 Sekunden mal wieder Zeit. Wir haben mal wieder... okay. Ich mache jetzt einfach die ganze Zeit eine Arschbombe. Vielleicht klappt das ja. 12 Sekunden haben wir noch. Es sind noch ein paar da. Hier. 3,
2-1. Okay, einer wäre noch da gewesen. Ich glaube, das ist sogar möglich. Aber es ist trotzdem schwierig mal wieder. Es ist trotzdem mal wieder schwierig. Machen wir das Level nochmal, komm. Oh! Ey, es ist immer noch too slow. Es ist immer noch too slow. Ey, Mann. Oh, das wird knapp. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und, oh mein Gott, okay. Okay, da oben spawnt der Grünstern. Der Grünstern. Und den müssen wir ja bekommen. Okay, okay, jetzt einfach hoch, hier hoch. Oh, was? Das war so knapp. Das war so verdammt knapp. Spring hoch. Hä? Hä? Warum konnte sie jetzt nicht gliden? Ey, das hätte ich so easy geschafft. Ich hätte das so easy geschafft. Okay, das ist halt echt legit möglich. Das ist legit möglich und wir haben es geschafft. Jawohl, okay. Das war echt schnell. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 10 Minuten, glaube ich, dafür gebraucht. Das ist richtig gut. Also, Props an Sonne-Level. Also klar, die sind vielleicht nicht jetzt die schwierigsten, aber ich finde so ein Schwierigkeitsgrad, wo man so ein paar Mal failt, das ist in Ordnung. Komplett in Ordnung. Man muss nicht einfach verzweifeln am Ende. Und wir sind jetzt endlich auf der anderen Seite. Und können sogar noch das nächste Level machen, würde ich mal sagen. Wir machen nochmal das nächste Level. Mal gucken, wie das hier ist. Da können wir auch rein. Einmal mal reinschauen. Vielleicht schaffen wir es ja noch, vielleicht auch nicht. Also zwei Level. Welcome to the Toad House. Choose a box to open. I'm sure you'll find something useful inside. Welche Box? Hast du eine Box? Ey, der wollte uns einfach nur verarschen, safe, oder? Das war einfach nur ein Troll. Okay, Freunde, dann gehen wir hier rüber. Wir haben hier auf jeden Fall ein Level, was wir machen können. Also wir haben... Ah, ne, wir haben gar nicht die Auswahl, was wir machen können. Hier brauchen wir 6 und hier 7. Also wir haben doch schon ein bisschen die Wahl, was wir machen können zwischen zwei Leveln. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Und wenn er euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lassen würdet. Ich werde jetzt mal ein bisschen das so machen, dass ich vielleicht mal mit einem neuen Level anfange. Nicht, dass ich immer ende mit irgendeinem noch nicht abgeschlossenen Level. Nicht, dass ich da wieder 7-8 Stunden dranhänge. Aber das letzte Level, dieses kleine, war wirklich cool. Also Props gehen raus. Freunde, falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne den Kanal. Wenn doch, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.